Dem habe ich ihn geklaut und mit dem Auto bin ich dann nach Berlin gefahren. Dann bin ich zu meinem Vater gekommen und habe gesagt, die haben mich jetzt genommen. Ich habe die Schauspielschule in Berlin gemacht. Von 1000 Leuten haben sie 9 genommen. Hat er gesagt, von mir kriegst du keine Pfennig. Weil er total enttäuscht war, dass ich sein Restaurant nicht übernehme. Er hatte einen schönen alten Mercedes, so einen alten, den ist er selten gefahren. Dem habe ich ihn geklaut und mit dem Auto bin ich dann nach Berlin gefahren. Weiß ja nie, wie es morgen ist. Ich gehe halt immer weiter. Da lernt man natürlich ganz viel zu. Und plötzlich entdeckst du eine neue Seite an dir. Deswegen ist Komfort total wichtig. Ne? Also, oder sagen wir, eine Ruhezone in dir zu haben. Wenn du dich wohlfühlst, spielt es sich am leichtesten. Im Nachhinein, wenn ich das jetzt 30 Jahre später betrachte, war mein Vater natürlich die Motivation. Ich habe dadurch den Ansporn, den Ehrgeiz gehabt, mich durchzusetzen. So, ich musste damit erfolgreich sein. Und ich habe ganz tolle, viele unglaubliche Momente. But the best is yet to come.